Was geht, Freunde? Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal so einen Tsunami-Simulator gespielt und das machen wir heute wieder, weil die Folge bei euch so mega gut ankam. Und ihr seht es hier schon hinter mir. Da kommen die ein oder anderen großen Wellen. Auf jeden Fall müssen wir hier schon... Oh Gott, Freunde, wir müssen auf jeden Fall jedes Mal den Tsunami überleben. Es ist immer auf einer anderen Map. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt, haut gerne auf den Like und auf den Abo-Button. Und jetzt viel Spaß! Wir sind hier auf jeden Fall auf der nächsten Map angekommen und das ist anscheinend, ihr hört es schon... Das ist anscheinend hier so eine Party Place, heißt die Map. Also anscheinend so ein Kirmes oder sowas. Und wir müssen auf jeden Fall, um einen Tsunami zu überleben. Ey, das kann doch gar nicht sein. Direkt die erste Welle erwischt mich jedes Mal. Wir sind hier auch schon ganz auf der nächsten Map. Und zwar hier beim Baumhaus, ja. Hier müssen wir hochklettern. Und ihr seht es, es sind 5000 Leute hier unten am Start. Sodass wir hier gar nicht richtig hochkommen. Aber jetzt haben wir unsere Leiter getroffen, gefunden. Freunde. Nein, was? Ich bin da irgendwie fest. Ich hing da irgendwie fest oder so. Aber diese Map wird's heute. Hier anscheinend so kaputte Häuser. Hier auf jeden Fall jetzt auf den höchsten Spot müssen wir kommen. Und das ist da oben schon drauf. Da ist der erste schon. Die erste Welle haben wir diesmal überlebt. Gar kein Problem. Gehen wir hier noch höher. Das hier ist der höchste Spot, Freunde. Werden wir es überleben? Das ist die Frage. Da kommt schon die nächste Welle und... Oh Gott, die ist schon ziemlich hoch. Die reißt uns ja... Die reißt schon richtig die Leute weg. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir haben hier den höchsten Spot erreicht, oder? Oh Gott, der ist gerade in die Fluten gesprungen. Den hat sie ja komplett erwischt, so wie mich eben. Oh Gott, aber ich glaube, hier sind wir safe, Freunde. Ich glaube, hier sind wir gut am Leben zu sein. Und ich kann mich sogar hier noch auf den Kopf stellen. Da bin ich wirklich auch mit am höchsten. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus, Freunde. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Die Map haben wir auf jeden Fall überlebt. Sehr schön. Weiter geht's. Oh, los, alle schnell rein ins Haus. Wir müssen schnell da hoch. Oh, bevor die Wellen kommen, da kommt schon die erste. Oh Gott, schon wieder so eine Leiter wie eben, ne? Das sowas mag ich ja gar nicht. Sowas mag ich ja gar nicht. Aber jetzt haben wir, glaube ich, hier unseren... Ey, die stoßen mich voll runter! Schnell hier hoch, hier hoch. Die stoßen mich die ganze Zeit runter. Da unten kommt doch jetzt gleich schon die Welle, oder nicht? Komme ich dann da oben rein? Nein, da oben komme ich gar nicht rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, jetzt müssen wir hier aber... Oh, die hat's gerade alle erwischt. Die hat's gerade alle erwischt. Jetzt nur noch der Typ neben mir. Wer wird stärker sein, ist die Frage. Er oder ich. Das Wasser steigt, das Wasser steigt. Wir müssen hier hoch. Wir haben es beide geschafft. Sehr schön. Wir sind hier im Leuchtturm, oder was? Gönnt euch, wie hoch diese Welle eben ist. Das ist ja wirklich noch knapp über dem Boden. Wenn ich hier reingucke, dann... Stell dich vor, da fallt ihr rein. Los, irgendeiner muss aber reinspringen als kleiner Test. Um zu gucken, ob der... Was hat der denn für eine riesige Kanone hier? So. Was macht denn der damit? Okay, wir gucken mal hier. Ah, ja, wir haben es geschafft, Freunde. Sehr gut. Ey, wo sind wir denn hier gelandet? Ist das hier irgendwie das die Baumhausregion oder was? Das sind ja anscheinend irgendwelche Baumhäuser hier. Wir müssen hier auf jeden Fall hoch. So, haben wir geschafft? Nein. Ich war doch schon oben. Ich war doch schon oben. Jetzt hat er mich direkt erwischt. Leute, was können wir uns denn hier kaufen? Hier können wir uns so Luftballons... Ah, okay, die müssen wir uns gar nicht kaufen. Hör, die können wir so einfach mitnehmen. Ach, wir kriegen Punkte, wenn wir überleben. Aha. Okay, wir haben jetzt 14 Punkte. Was können wir noch kaufen? Eine Schaufel, eine Soße, ein Saxophon. Na, die Map kennen wir doch schon, Freunde. Die kennen wir doch schon. Das ist hier doch... Da geht die Musik direkt wieder los. Da kommt doch schon die erste Welle. Lass mal, wie schnell geht das hier, Mann? Ich habe ja gar keine Zeit, hier irgendwie zu reagieren. Und da kommen die nächsten Wellen. Jetzt aber schleunigst du hier hoch, Freunde. Sehr gut. Wir sind hier auf jeden Fall am Klettern. Das ist schon mal gut. Wir machen das ganz entspannt. Wir gehen das ganz entspannt nach oben. Oh Gott, guckt euch mal diese riesigen... Ah! Wieso bin ich denn gestorben? Wieso bin ich gestorben? Ich habe das gar nicht verstanden. Hä? Also ich muss ja doch sagen, dass es schwerer ist als gedacht. Das hier auf jeden Fall wieder so eine Baustellen-Map oder so. Okay, gehen wir hier mal hoch. Bevor direkt, direkt alle Leute kommen. Was können wir hier machen? Aha, hier gibt es so Hammer und einen Pinsel. Okay, ja, ich brauche einen Bauplan. Ist ja eine Baustelle. Und da kommt die Welle, die mich die ganze Zeit holt, Freunde. Ich will doch hier endlich nur mal überleben. Ich will die Tsunamis doch endlich nur mal ein paar Runden überleben, bitte. Ja? Und das, ich glaube, das tun wir hier auch, oder? Ich glaube, das tun wir hier auch. Ich meine, guckt euch mal die da drüben an. Die sind auf dem Kran am Chillen. Ah, macht ihr hier Musik? Komm, wir gründen eine Band. Hier noch jemand ein Saxophon. Aber wer? Einer unter mir? Ich weiß auch nicht, hört sich auf jeden Fall so an, Freunde. Ey, wie das Wasser hier lang, die Sturzfluten, der Tsunami, wie die hier lang reißen, ne, und alles auch mitreißen. Da guck mal an. Und Freunde, diese Map haben wir endlich mal überlebt. Nanu, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Typ? Wir sollen hier anscheinend seine Hosen hochklettern. Und da kommen schon die ersten Wellen, Freunde. Wie können wir hier hochklettern? Hier, da ist keiner dran, den nehmen wir.
Und ich glaube, das haben wir geschafft, oder? Weil da kommt jetzt gleich, da kommt die Welle, die immer alle killt. Ja. Oh Gott. Das muss ich aber schleunigen. Oh, lass mich doch hier bitte hochklettern, ganz ruhig. Das ist echt ein bisschen schwierig, hier zu klettern. Geh mal weg da jetzt. Hallo, hau mal ab. Ja? Na! Ey, Mann, was soll das? Ich falle die ganze Zeit rein. Also, das hier sieht doch eher nach einer richtigen Baustelle aus, oder? Guckt euch mal hier den Bagger an und so. Ja. Und auch hier müssen wir natürlich wieder überleben. Wir gehen mal hier hoch, so, vorsichtig. Das wird auf jeden Fall gerade vorbereitet, das Spiel. Ich glaube, jetzt gleich kommen die Wellen. Ja, da wurde gerade eine Tsunami-Warnung ausgesprochen. Gehen wir hier drauf, chillen mal ein bisschen. Und könnt ihr schon was erkennen am Horizont? Ich kann auf jeden Fall noch nichts erkennen, aber wo... Okay, ich soll ein Standard-Tsunami kommen, ja? Da bin ich ja mal gespannt. Aber komm doch! Hier oben sind wir eigentlich ziemlich sicher, glaube ich, wenn die Wellen jetzt nicht übel krass hoch werden. Und ich kann sie noch nicht sehen. Oh mein Gott, guckt euch mal bitte den an! Guckt euch den mal an, wie riesig der einfach aussieht! Sind wir hier überhaupt hoch genug? Sind wir hier überhaupt... Ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Und da kommt er und... Oh, er reißt alles mit! Er reißt alles mit, das ist auch... Ach, das war's schon? Ja, okay, ich meine, ist ja auch nur so ein Durchschnittstsunami, hat er gesagt. Okay, hier noch die Nachwellen. Auch diese reißen natürlich einiges mit. Aber hier oben sind wir eigentlich ziemlich sicher. Und wir haben es auch geschafft. Wir haben die Map überlebt. Sehr schön, weiter geht's. Na, wo sind wir denn jetzt hier unterwegs? Dann hat so ein Parkhaus hier. Und da stehen auch schon die ganzen Autos still. Können wir hier... Oh Gott. Ich sehe gerade, es kommt hier irgendwie so ein Säure-Tsunami soll kommen. Oh Gott, der wird ja wirklich alles zerstören. Schnell nach ganz oben, schnell nach ganz oben, schnell nach ganz oben. Und können wir hier mit den Autos fahren auch? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube leider nicht. Schade. Aber... Nein! Kommt der. Freunde, schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch nach oben? Schnell nach oben, schnell nach oben. Bitte, 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 bitte. Nein, nein, kommt, der kommt, der kommt. Und der wird alles weg. Oh Gott. Nein! Ah, ich bin ganz... Nein, was? Das ganze Haus ist eingestürzt. Was? Aha, wer kennt's nicht? Die typische Tankstelle ist hier mal wieder am Schnissel. Okay, und wo sollte man sich bei einer typischen Tankstelle am besten verstecken, wenn ein Tsunami kommt? Richtig, auf dem Dach. Nur wie kommen wir da denn jetzt hoch? Das hier sieht mir doch aus wie eine Leiter. Gehen wir hier mal hoch. Und er sagt hier gerade, es kommt ein doppelter Tsunami. Also auf jeden Fall ein riesiger Tsunami. Oh, da bin ich mal gespannt, wie der aussehen wird. Und ob wir hier oben auf dem Tankstellendach sicher sind, das weiß ich nicht genau. Das werdet ihr sehen. Oh, mal schauen hier. Und da kommen sie. Da kommen die beiden Wellen. Da kommt der doppelte Tsunami. Guckt euch den mal an. Ich weiß gar nicht, ob wir hier so sicher sind auf der Tanke. Und die erste Welle trifft. Nein. Oh Gott, wir sind ja kaum noch... Die Tanke ist ja nur noch auf einer einzigen Stelze und jetzt kommt noch einer und... Den haben wir überlebt! Den haben wir überlebt, sehr schön! Wir haben es geschafft! Endlich mal gewinnen wir hier mal wieder eine Runde! So muss es auch mal sein! So ein schöner Tag am Strand, wisst ihr? Hier ein paar Surfbretter, die Sonne scheint uns ins Gesicht. Hier chillen die Leute, spielen ein bisschen Volleyball. Doch dann auf einmal... Es wird eine Tsunami-Meldung ausgesprochen. Was ist hier? Hier noch so Schwimmringe? Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal rüber. So. Ich vermute hier schon, dass was Schlimmes... Was Schlimmes kommen wird! Ein riesiger Lava-Tsunami! Oh nein! Oh, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall jetzt schnell mal nach oben hier. Er hat auf jeden Fall die richtige Lunte gerochen, sage ich mal. Dass wir hier oben sind. Jetzt sind wir hier oben schon zu dritt. Sehr gut. Und das ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, der höchste Spot auf der ganzen Karte. Denn jetzt kommt der Lava-Tsunami. Guckt ihn euch an. Oh, was sind das für Naturgewalten, ne? Was sind das für Naturgewalten? Und der ganze Leuchtturm fängt an zu brennen. Die ganze Insel fängt an zu brennen. Guckt euch das mal bitte an. Yo, da wird ja alles, es ist alles schwarz gebrannt. Ey, einfach alles verbrannt hier. Und die Leute da unten laufen sie. Also, ich wollte eigentlich in dieses Strandhaus gehen, mir ein Surfbrett ausleihen. Aber ich bin doch auf den Leuchtturm rauf. Deswegen haben wir es auch geschafft. Sehr gut. Ich würde sagen, Freunde, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne auf den Like und auf den Abo-Button. Checkt doch gerne eins von den anderen beiden Roblox-Videos aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.